hier nicht stehen bleiben. Wie ist denn, dein Name? Was? Wie ist denn dein Name? Benedikt. Oh, das ist Benedikt. Benedikt, das ist ein Freund von mir, Mensch. Ich rufe die Polizei. Sie können doch nicht ihren Müll hier nicht halten. Halten Sie den Müll wieder weg. Tu ihm nicht weh, Stadt. Anne, das ist Benedikt. Das ist ein Freund von mir, Mensch. Ne, Benedikt. Bin der Siggi. Mach mal einen Foto. Zieh die Wagen mal vor. Mach ich, alles klar. So, jetzt wollen wir ein schönes Foto machen, ne? Ne? Foto. Benedikt. Da. Da. Da drauf drücken. Ja. So, und nicht wackeln. Warte mal nicht, ne? Siggi, komm. Siggi. Wir wollen Foto machen. Entweder alle oder keiner. Foto oder keiner. Hurra! Oh. Einhaken. So. Und jetzt, Benedikt, lächeln. Und schön Marmelade. Lohn und Brot für alle Müllmänner. Handbuch der Abfallwirtschaft? Was soll das denn, Siggi? Weiterbildung. Praxis und Lehre? Nur 7 Tonnen? Ist ja ein Lernanbock heute. Muss ich wohl unterwegs was verloren haben. Man muss flexibel bleiben, verstehst du? Dein Job von heute ist der gestrichene Arbeitsplatz von morgen. Das siehst du doch jetzt wieder im Tarifkonflikt. Jungs, ich sag euch mal was. Müll wird nie gestrichen. Müll ist nämlich der sicherste Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Die Menschen werden Müll machen, solange sie leben. Verstehst du? Das ist wie sie atmen oder so. Verstehst du? Oder wie sie frissen, Alter. Ich mach doch nicht auf ewig den Tonnenschubser. Du, hinterm Schreibtisch, das wüsste ich aber. Nee, Recyclinghof. Und dich als Chef, verstehst du? Das ist die Rohstoffquelle der Zukunft. Da wird das Zeug nicht mehr verbrannt wie hier. Da wird was Neues draus, verstehst du? Das ist wie als wenn du aus Rock'n'Roll Pop machst. Oder aus Gospel Hip-Hop. Yippie! Oder nimm nur mal den Gassibeutel. Hör mal, nur mal der Gassibeutel, das sind allein 3 Tonnen Scheiße weniger im Jahr. Was hast du denn jetzt schon wieder gegen Hunde? Gar nichts. Da gibt's noch den Biomüll, den nennt man dann Abfälle. Warum eigentlich? Den Hausmüll, den Sperrmüll, die Problemstoffe. Alles klar, Frau Siggi? Das ist ein weites Thema, ein ganz weites Thema. Siggi, du nervst. Was gibt's, Fudi? Das Taxi kam vorne aus dem Rathaus. Hey, geil, Omar. Vom Innensenator. Die Frau des Innensenators konnte nicht mehr zu ihrer Villa vorfahren, als sie vom Shoppen zurückkam. Warum denn? Weil ein stinkender Müllberg in ihrer Auffahrt war. Sie ruft ihren Mann an und der Innensenator schickt einen Fax an die Hamburger Stadtreinigung. Und das landet bei? Natürlich bei mir, weil ich genau weiß, wer wo auf welcher Tour diesen Scheiß gemacht hat. Ist in Ordnung, Tude. Wir waren's ja. Noch Fragen? Eine Menge, Hannes, eine ganze Menge. Du, wir kämpfen hier seit Monaten um den neuen Tarifvertrag. Ja, das ist es eben. Seit Monaten. Du mit deiner Tarifkommission. Sammel dir mit den Jungs aus dem Rathaus. Und das kommt aber rüber. Nur sammel die. Nee? Und nichts passiert. Und darum haben wir mal so einen kleinen Verhandlungsbeschleuniger gelegt. Ja, so eine Art Verhandlungsbeschleuniger. Verhandlungsbeschleuniger? Ja, so ein bisschen Neapel-Feeling verschärft im Blankenese. Alte Fischköppe. Faule Zucchini. Schimmlige Pizzabild. Ligone und Tomatensoße. Und eine einzige Mortadella. Ja, aber auch ohne Medien ist so eine Aktion. Will, ja. Keiner will. Genau. Der Innensenator, der macht mit seinen Blankeneser Kumpels krumme Spesen im Tessin. Ihr müllt ihm die Auffahrt zu und ihr habt manchmal die Presse vor Ort. Hier wurde alles für deine Medien fotografisch dokumentiert. Ja, ich lach nicht immer gleich schön. Aber ich bin immer fröhlich, siehst du? Ihr habt Scheiße gebaut und ich kann mal wieder herumzappeln, um auch das Beste draus zu machen. Weißt du, wenn du richtig zappelst, Trude, weißt du immer noch alles am besten. Hannes. Schneller. Mann, mehr aus der Hüfte raus. Ja. Mensch, und nicht so steif, Ole. Ich bin aber kein Brasilianer. Ja, leider. Mein Vater war ja auch schon ein bisschen hüftsteif. Ja, aber du bist es ja nicht, Isolde. Ich meine, so wie Ole spielt, das hat er ja mehr von dir als von Horst. Was denn zum Beispiel? Na, dieses Elegante. Ja. Aus der Hüfte heraus. So, Jungs, jetzt Tacker, Tacker hier. Kurzpass 3 gegen 3 und nicht so lahm aus wie vorgestern. Ich will, dass ihr... Dein Horst war... Ein Horst. Und ich bin... Hannes. Dein Ola Talent, der sollte eigentlich auf so ein Fußballinternat so von Werder oder HSV. Ich müsste ihn da mal... anmelden. Wenn Ola Brasilianer wäre, wäre er später Millionär. Was hast du gegen Millionäre? Er soll erstmal sein Abitur machen. Dann wird der Ball vielleicht rund. Ne?
Regina Annika Schmitz, was kann ich für Sie tun? Heirate mich. Heute noch oder lieber nächste Woche? Ja, also heute ist schlecht, aber nächste Woche wird es vielleicht noch passen. Du sollst mich doch nicht während meiner Schicht anrufen. Sowieso nichts los, die Gäste liegen doch sowieso alle am Strand. Ja, von wegen. Der Wilke ist überall. Du weißt doch, wie schnell eine wie ich hier im Probejahr rausfliegt. Nee, ich weiß nur, wie schnell sie in meine Arme fliegt. Nein, die Dame ist leider nicht auf ihrem Zimmer. Ja, das tut mir leid. Auf Frau Schmitz, wir haben da ein Problem. Frau Körber ist krank. Sie übernehmen am Wochenende bitte ihre Schicht. Das geht aber nicht. Geht nicht, gibt's nicht im Hotelgewerbe. Schon gar nicht in der Hauptsaison und erst recht nicht im Probejahr. Ja, ich wollte aber an diesem Wochenende aus familiären Gründen... Du musst die Gründe doch gar nicht angeben, Annika. Sie wird die Schicht nicht übernehmen. Herr Fleming, Sie wissen doch ganz genau, dass das Küchenpersonal im Empfangsbereich nichts verloren hat. Und Sie wissen ebenso genau, dass nach § 3 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz auch Berufsanfänger ein Anrecht auf angemessene Freizeit haben. Und die wird sich Frau Schmitz an diesem Wochenende nehmen. Sehr schön, Herr Fleming. Und die Direktion wird sich ganz besonders darüber freuen, dass wir einen gewerkschaftlichen Querulanten in der Küche haben. Ordnungszahl 50. Colonio. Uli, du sollst nicht raten. Indium. Eselsbrücke. Was gibt es für Soldaten? Bundeswehr und UNO-Soldaten. Zinnsoldaten, Zinn. Sizilium. Es gibt kein Sizilium. Ordnungszahl 14, Symbol SI. Das bedeutet Silizium. Und warum heißt das Polonium wie Polen und Indium wie Indien, du Schlauberger? Warst du schon mal auf Silizium? Nee, aber in Palermo, Annika? Silizium wie Silikate, du Ignorant. Oh, großartig. Der denkt immer nur an Pizza. Freut mich, Tiere. Ja. 50 Zins. Sollst nicht luschern. Wieso das denn nicht? Ich werde doch sowieso Fußballprofi. Bei dem Trainer? Ja, hallo, hallo, hallo. Na, was sagt das Freund Tochter? Sie kommt morgen, endlich, nach 8 Wochen. Und, was heißt das? Das heißt, dass ich am Wochenende zu Hause schlafe. Aber noch nicht heute. Aber noch nicht heute. Aber noch nicht heute. Ich wusste gar nicht, dass du dich im Arbeitsrecht so gut auskennst. Meinst du wegen § 3 Absatz 2? Kein Schimmer, was da drin stand. Aber Wilke auch nicht, und darauf kam es an. Also hast du geschummelt? Ja klar, sonst wären wir ja nicht auf dem Weg nach Hamburg. Naja, also vorläufig stehen wir auf dem Weg nach Hamburg. Nein. Was denn? Das ist mein Vater. Ist dein Vater in der Zeitung? Hier, mit Bild. Müllis machen Druck mit Dreck. 3 Müllmänner der Stadtreinigung Hamburg haben mit einer spektakulären Aktion Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen gemacht. Sie kippten gestern dem Innensenator eine Fuhre Müll in die Einfahrt. Dein Vater soll der Innensenator sein? Nein, einer der Müllis. Hier, der in der Mitte. Dein Vater ist Müllmann? Ja, und? Was macht denn eigentlich deiner? Es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ist es was Unanständiges? Zuhälter! Finanzbeamter? Nein, das ist was Hochanständiges. Kopf oder Zahl? Worum geht's? Bei wem wir die Hochzeit verkünden? Bei deinen oder bei meinen Eltern? Kopf bei mir, Zahl bei dir. Nicht gedeckt. Und ich behalte mir also vor, dagegen juristisch vorzugehen. Vermuten manche, Herr Innensenator, dass die ganze Aktion gedacht sei als Hinweis auf Ihre Spesenaffäre. Es gibt keine Spesenaffäre. Es gibt Spesen, aber es gibt keine dazugehörige Affäre. Nein, nein. Diese Müllattacke wurde von Mitarbeitern der Stadtreinigung Hamburg ausgeführt mit der klaren Absicht, auf die äußerst schwierigen Tarifverhandlungen mit dem Druck der Straße einzuwirken. Und dem können wir uns nicht beugen. Das ist nicht hanseatischer Stil. Was weißt Hamburg du ist nicht denn Beamten. Von hanseatisch, du Specken? Du kommst aus Pinneberg. Es ist so, Annika. Ja. Mein Jackett. Ja. Hier, mein Jackett. Schon lange nicht mehr so gut ausgesehen. Du siehst aber auch sehr lecker aus. Das muss ja was ganz Tolles sein, wenn du mich auch so elegant zwickst. Lass dich überraschen. Mhm. Komm her. Na! Papa, wer in Hamburg auf Neapel macht, muss nicht auch so riechen. Ja, aber auch nicht wie Kaffeekäse vor der Damenwahl. Das ist ein ganz teurer Herrenduft. Bist du recht.
seit wann tust du eigentlich durch Blankenese? Tja, wie die Touren so kommen, ne? Müll machen sie überall. Ob in Harburg oder in Falkenstein. Nächste links. Lärchenweg 16, das muss es sein, ne? Da steht aber nicht Fleming. Nee, von Brede. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, eigentlich schon. Da steht auch das Cabrio von Alexander. Nachher hast du dir noch einen Pfeffersack angelacht. So ein Quatsch. Alexander ist Jungkoch bei mir im Hotel. Sie kommen, Mama. Wer kommt da? Keine Ahnung. Alexander ist überraschend. Herzlich willkommen. Oh, toll siehst du aus. Schick. Schick? Schick. Ah ja, das ist mein Papa und das ist mein Freund Alexander. Tja. Alexander. Hans Hubel. Also Ihre Tochter hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Ja, von Ihnen hat sie mir noch nicht so viel erzählt. Ja, das war ja auch Teil der Abmachung, Hans-Uwe. Also ich darf doch Hans-Uwe sagen, oder? Ja, also eigentlich nenne ich ihn an. Nein, das ist schon in Ordnung, wenn er Hans-Uwe sagt. Was für eine Abmachung? Wir wollten unsere Eltern überraschen. Ihre Eltern auch? Ja klar, was denken Sie denn? Na, dann mal zu. Kommen Sie ruhig, Hans-Uwe. Ja, ja. Hans-Uwe willkommen. Na? Mama, Papa, darf ich euch meine Freundin Annika Schmitz vorstellen? Annika? Hallo. Und das ist ihr Vater Hans-Uwe. Hans-Uwe? Meine Eltern, Verena, Moritz. Annika, Herr Schmitz. Herr Moritz. Sie sind also Alexanders Überraschung. Ja, und Sie Annikas. Ah, blöde Frage jetzt. Fleming oder von Wrede? An der Zufahrt stand von Wrede? Beides. Verena ist die Fleming, ich bin von Wrede. Interessant. Kommen Sie doch. Ja, wann immer sich Alexander unter die Gewerke mischt, zieht er es vor, dies unter meinem Mädchennamen zu tun. Naja, da haben wir ja mit Schmitz ein bisschen weniger Probleme, oder? Wohl wahr. Gefällt mir Ihr trockener Humor. Ja, mir auch. Scotch Manhattan. Für die Damen Mai Tai? Ja. Bierchen vielleicht, später. Ja, und ein Bier? Und Ihre Frau, Annikas Mutter? Die Gudrun. Die ist leider nicht mehr bei uns. Ach, verstehe. Es tut mir leid. So, und jetzt kommt mal bitte alle mit mir. Wer sind denn all diese Leute, Alexander? Meine Freunde, Nachbarn. Ja, aber wir haben doch gesagt, den Familienkreis. Ja? Das hier ist der erweiterte Familienkreis. So, und jetzt nochmal Aufstellung. Wenn ich einen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten dürfte? Liebe Mama, lieber Papa, lieber Hans-Uwe, liebe Freunde. Ihr wisst, ich bin ein Mann rascher Entschlüsse. Und dieser Entschluss, zu dem ich, oder besser gesagt wir, euch heute eingeladen haben, ist ebenso rasch wie wohlerwogen. Solange die Liebe das überhaupt zulässt. Das hier ist Annika Schmitz. Wir kennen und lieben uns seit 3 Monaten und wir haben beschlossen zu heiraten. Okay. Also wenn so ein Schwergewicht wie ich vom Heiratsmarkt verschwindet, dann kann man keinen Applaus erwarten. Aber zumindest hätten ein paar Mädels von euch in Ohnmacht fallen können. So spontan. Alexander. Na, wie lange hast du denn bei deinem ersten Mann gewartet, bei der Hochzeit, beim Kennenlernen bis zur Heirat? Also Moritz und ich kannten uns schon eine Ewigkeit. Ja, bei deinem ersten Mann. Alexander, das gehört überhaupt nicht hierher. Das war ein Formel-1-Pilot. Das war Niki Lauda persönlich. Alexander. Annika! Alles nicht so einfach, was? Lassen Sie die beiden jungen Leute mal unter sich, Herr Schmitz. Kommen Sie. Ich kümmere mich mal um das Bier. Wenn Sie glauben, Ihr Sohn kann mit meiner Tochter hier so eine riesen Show abziehen, dann haben Sie sich aber geschnitten. Herr Schmitz. Wenn Ihre Tochter unserem Alexander den Kopf verdreht hat. Also ich kann mir schon denken, wie... Ja, wie denn? Und in welcher Branche sind Sie unterwegs, Herr Schmitz? Entsorgung. Ah. Wir machen aus Hausmüll Strom. Energie aus Müll, ja, ist gut. Die Leute machen immer Müll, so wie der Mensch atmet. Ich fahre... Entschuldigt. Raimund! Oh. Raimund! Verena, Moritz, tut mir leid für die Verspätung. Ja. Habe ich schon was verpasst? Nichts Wesentliches. Unser Sohn hat sich gerade blitzverlobt und wir machen gerade mit seinem künftigen Schwiegervater die erste Testfahrt. Ne? Herr Hans-Uwe Schmitz und unseren liebsten Nachbarn in Senator Görden dürften Sie ja kennen. Logo. Schmitz. Angenehm. Also, Herr Schmitz, was fahren Sie denn nun? Ich fahre
Abfallprogramme. Entsorgung? Oh, danke. Mensch, Moritz, du bringst mich auch immer mit den richtigen Leuten zusammen. Ja, also, wenn Ihnen das nichts ausmacht, ich bin für jeden fachlichen Rat dankbar. Abfallbeseitigung fällt ja nicht so ganz in meine Kernkompetenzen. Nee. Aber wie Sie wissen, steckt der Senat da momentan in gewissen Konflikten. Ja, stecken ist gut, da geht überhaupt nichts mehr weiter. Dann setzt euch doch bitte. Raimund, ein Scott. Okay. Ich bin gleich bei euch. Ja, Abfall. Bitte, kommen Sie. Helfen Sie mir. Entsorgung. Wir unterscheiden zwischen vier Sorten Müll. Hausmüll, Sperrmüll, Problemstoffe, Bioabfälle. Die 3 Tonnen Hundekot für den Gassibeutel. Und jährlich. Von der Stange. Den lassen wir jetzt mal weg, weil der macht die Kuh. Aber dein Papa? Mhm. Das hat doch schon wieder Art. Kommt ihr zwei voran? Gucken Sie mal, danke. Hundekot im Auto? Riecht wie Scheiße. Generalmajor Franz Philipp von Wrede. Der erste in Vaters Linie. Vor oder nach Stalingrad? Nein, glorreicher Krieger der Schlacht von Jena-Auerstedt, anno 1806. Immerhin gegen keinen geringeren als Le Grand Empereur Napoleon. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Dass du ein Spross blankenesischer Pfeffersäcke bist. Warum arbeitest du unter falschen Namen, Alexander von Wrede? Fleming ist der Name meiner Mutter. Als von Wrede hätte mich doch in der Hotelbranche jeder sofort erkannt. Außerdem wollten wir doch so kleine Überraschungen. Ja, aber doch nicht so! Wie? Die Wrede Hanse Group, diese schnieken Resorts in der Karibik auf den Seychellen und Mauritius. Das seid ihr. Mamas Großvater Tom hat den Konzern gegründet. Er hat als Mutier auf der Linie Bremerhaven, New York angefangen. Und nach Mamas Missgriff mit diesem Formel-1-Piloten ist ihr Vater dann gestorben. Mama hat die ganzen Hotels geerbt, hat sich in Papa verliebt und hat das Ganze damit von Wrede geadelt. Du, das war eine super Geschäftsidee. Seit meiner Geburt, da haben die den Umsatz verzehnfacht. Auf deutschen Recyclinghöfen haben die letztes Jahr mehr Kupfer gewonnen, als im Kongo im gleichen Zeitraum in den Minen abgebaut wurde. Da sehen Sie, und genau da steckt doch der Kern des Problems, Herr Schmitz. Zu welchem Preis? So ein Kongolese im Kongo, der kostet doch nichts. Aber ein deutscher Recycling-Spezialist kassiert doch ein Riesengehalt dafür, dass er den lieben langen Tag lang Müll sortiert. Das macht meine Frau zu Hause für umsonst. Ja, aber wollen Sie hier Verhältnisse wie im Kongo? Na, will das schon. Das ist natürlich auch Teil der Globalisierung und da tut sich der öffentliche Dienst natürlich schwer. Sehr richtig. Wie viele Millionen hast du, Alexander? Ich? Ich habe gar nichts. Ja, die Familie hat vielleicht irgendwas im mittleren dreistelligen Bereich. Außerdem habe ich ja auch nicht gewusst, dass du die Tochter eines anarchistischen Müllmanns bist. Annika, wir können doch nichts für unsere Erzeuger. Augenhöhe, Alex. Schon mal was von Augenhöhe gehört? Wie kann ich zu einem Vermögen im dreistelligen Millionenbereich Augenhöhe haben? Deine Augen und meine Augen, das ist alles, was zählt. Annika, wir leben doch nicht mehr im 19. Jahrhundert. Alexander, wenn ich mal heirate, dann will ich meine eigene Familie haben. Und nicht in dreistellige Millionen einheiraten. Sperr deine Augen doch mal auf. Du machst dich doch in ganz Blankenese lächerlich, wenn rauskommt, dass du ein Müllmädel geheiratet hast. Das muss doch keiner erfahren. Ach, so ist das. Na, dann pass mal auf. Wenn die Müllis jetzt unbedingt meinen, sie müssten streiken, ja, da hole ich doch unsere Nachbarn aus Polen und Lettland, Ukraine, zur Not erster Klasse mit der Bahn hierher. Die karren uns den Müll für ein Drittel des Lohnes weg. Klingt stark. Haben Sie noch andere Pläne? Ja, sind in Arbeit. Und ich würde mich übrigens freuen, wenn ich da diesbezüglich auf Ihre Expertise zählen könnte. Neben deiner natürlich. Auf, lasst von Tonne zu Tonne uns eilen und dem Müll eine Abfuhr erteilen. Heinz Erhard. Papa? Na, Süße? Sag den Leuten hier bitte, wer du bist. Bitte, Papa, ist das wichtig für mich? Ich bin Ihr Vater. Papa. Ich bin Müllmann. Ich fahre 12 Tonner und gucke hier mit 2 Kollegen durch die Gegend und sammle ihren Abfall ein. Ja, bravo! Das hat schon mein Großvater immer gesagt. Jeder Kapitän muss mal den Schweiß der Heizer gerochen haben, damit er oben auf der Brücke die frische Luft zu schätzen weiß, ne? Ja, aber Naschkutscher bleibt Naschkutscher. Und höher als der Müllbock komme ich nicht. Tut mir leid, wie wichtig. Herr Insenator, ich habe Ihnen das Ei vor die Tür gelegt. Und wenn Sie noch mal so einen Tüdelkram wie mit den Kongolesen im Kongo oder sabbeln, dann lege ich Ihnen noch ein Ei. Herr von Wede, danke für die Gastfreundschaft. Danke für. So, ich weiß nicht, wie man hier sagt, aber in Hamburg sagt man Tschüss, Tschüss. Tschüss. Tschüss dann, Alexander. Danke, wir finden ihn nicht. Was hat sie denn? Naja, wenn der Vater bei der Müllabfuhr arbeitet
Und sie so ganz ohne Mutter aufgewachsen ist, das ist... Nein, nein, Frau von Wrede, ich bin durchaus mit Mutter aufgewachsen. Die hat nur vor ein paar Jahren festgestellt, dass sie eigentlich lesbisch ist. Und seitdem lebt sie glücklich mit ihrer Lebensgefährtin in Dänemark. Das wird ja immer bunter. Ja, und stellen Sie sich vor, mein Vater, den hat sie mal aus Liebe geheiratet. Weil man einen Schmitz nicht wegen seines Namens ehelicht. Nicht ein Schmitz, Frau von Wrede. Na, na, na. Ja, so sind wir eben, wenn wir nichts haben, außer unserem Stolz. Den wollen wir dann nämlich um keinen Preis verlieren. Nicht mal um einen im dreistelligen Millionenbereich. Du bleibst hier. Annika! Wir alle hier respektieren deinen Vater. Und Herr Schmitz, Ihre Tochter verlässt freiwillig unser Haus, nicht umgekehrt. Da hat sie recht. Nee, nee, waren die alle sehr, sehr nett zu mir. Nun ist gut, Papa. Komm! Das ist doch nicht euer Ernst. Sieht was so aus, Junge. Na, es soll sich doch bitte keiner genötigt fühlen, wegen dieses kleinen Intermezzos, sich die Party kaputt machen zu lassen, ja? Das HSV-Spiel fängt gleich an. Perfektes Timing. Das war nicht nötig mit Mutti. Stimmt. Entschuldige. Danke, dass du mich wieder gerade gemacht hast. Da nicht für. Tut mir leid mit der geplatzten Verlobung. Der aufrechte Gang ist wichtiger als der Gang zum Altar. Könnte von mir sein. Der ist von dir, Papa. Wenn wir uns beeilen, dann schaffen wir noch die zweite Halbzeit. Gegen wen? Halstenbek. Angstgegner. Wieder der HSV. Noch einer dieser ganz gefährlichen Konter mit was für einem Tempo angeschlagen und super abgeschlossen. 3:0 für die Norddeutschen. Das war er! Unser HSV. Einstärkste Mannschaft der Rückrunde. Der Ball nach hinten spritzt. Langsam, langsam, hey! Wenn der HSV in dieser Saison immer so gespielt hätte wie jetzt hier in der Rückrunde, dann wäre vielleicht sogar der Sieg drin gewesen. War heute nicht so die Superparty bei dir, aber Hauptsache der HSV war toll. Wenigstens sehr. Du, ich ruf dich mal an die Woche. Hm? Ich bräuchte da deine Hilfe. Weißt du, wo Annika ist? Nee, aber da hast du ein Problem. Das ist die Mailbox von Alexander. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hier ist Annika Schmitz. Ich rufe zurück. Wenn du mit jener telefonierst, von der ich annehme, dass sie es ist, dann leg bitte auf. Und trinken Schluck mit mir. Ach, Mama. Glückwunsch zum Sieg. Na, wollen wir beide eintrinken? Hm? Mein Großer, was haben wir als Eltern falsch gemacht? Hm? Mama, ich durchreiße gerade eine Achterbahn der Gefühle und du fragst dich, was du falsch gemacht hast. Meine Ehe mit Moritz, die lief wahrscheinlich, die läuft so gut. Wie solltest du da auch jemals lernen, dass diese Dinge wie Ehe und Liebe und Sex nicht immer in ein und derselben Person zusammenfallen müssen? Mama, ich habe den Großteil meiner Kindheit auf einem Schweizer Internat zugebracht. Da hätte ich wohl kaum merken können, wie viele Leute ihr für diese Dinge benötigt. Doch, nein, nein, nein. Deswegen war ich ja wohl auch in der Schweiz, oder? Jetzt werd mal nicht frech, du. Hm? Deine Eltern haben hart gearbeitet. Alexander, wir wollten dir die bestmögliche Erziehung zugutekommen lassen. Es hat mir damals das Herz zerrissen, dich in die Hände wildfremder Menschen geben zu müssen. Aber zur Elite zu gehören, verlangt nun mal Opfer. Und dafür verlangst du jetzt von mir Dankbarkeit? Achtung, Alexander. Achtung würde mir schon genügen. Es geht hier nicht um dich oder um mich. Was bin ich für dich, Mutter? Sohn oder Thronfolger? Du hast uns heute aufs Peinlichste vor aller Welt blamiert. Und nur der Sohn, nicht der Thronfolger, hat einen Schritt vom Wege frei. Sofern er denn auf den Weg zurückfindet. Haben wir uns verstanden? Und komm mir nicht mit, nur die Liebe zählt. Es zählt, was zahlt. Männer, Annika. Jetzt
kommen noch mit, alle Männer sind Arschlöcher. Es gibt Ausnahmen. Danke, Isolde. Ich habe nicht von dir gesprochen. Wenn es auch nur ein einziges männliches Arschloch auf der Welt gäbe und ich falle genau auf dieses eine rein, dann ist es mir schnurzegal, ob alle anderen Männer auch Arschlöcher sind oder nicht. Dein Pfiffi ist ein Pfeffersack. Wann ist man eigentlich ein Pfeffersack? Ab vierter Generation. Pfeffersäcke haben altes Geld. Bei Alexander hat der Urgroßvater das Geld gemacht. Ja, dann ist er ein Junior-Pfeffersack oder ein Pfiffi-Pfeffersack. Sag nicht Pfiffi zu ihm. Alexander ist... Oh, Papa, du hast mir doch auch sonst immer gesagt, was ich machen soll. Rückgrat, mach dich gerade. Nimm dir ein Beispiel an deinen Vater und schieß dein Pfiffi in den Wind. Ich hab gesagt, sag nicht Pfiffi zu ihm. Meinst du, ich will das so machen wie du und deine Dauerverlobte? In der Kneipe mit Pilz die Wunden ausspülen, die einem das Leben geschlagen hat? Hey, Platz nicht so verpeilt. Wir steigen auf. Die Sonne, Herrengedeck für die zwei und mich, bitte. Mach einen Erdflug, du Kleppschuh, sonst hau ich ab in Marmelade. Sorry. Das war jetzt aber nicht nett, wie du mit ihr. Wieso ist sie denn jetzt weg? Weißt du was, Dauerverlobter? Sie hat recht. Deine Tochter hat recht. Wieso hab ich denn jetzt die Arschkarte? Wieso? Ich denk doch einmal ein bisschen nach. Hier, ich nehme an, du wirst noch die eine oder die andere Wunde ausspülen, ne? Achtung! Bedenkzeit, Annika, Bedenkzeit, keine Pause. Ich liebe dich. Was gibt's denn daran zu bedenken? Wäre ich ein einfacher Müllmann, würdest du mich dann auch lieben? Als ich mich in dich verliebt habe, da warst du ein einfacher Koch, sonst nix. Steht deine Mutter hinter dir und hört zu. Ach, Quatsch. Außerdem wäre das ein Wunder nach eurem Auftritt heute. Unserem Auftritt? Mein Papa hat sich auf eurem Parkett vorbildlich bewegt. Wer hat denn hier einen Auftritt hingelegt? Du doch! Boah, Annika, das ist so unfair. Stimmt, aber noch nicht unfair genug. Keine Bedenkzeit. Ja oder nein, Alexander? Ja oder nein? Wie würdest du denn antworten? Du kennst meine Antwort. Ich will von dir eine Antwort haben. Annika? Ich bin einfach nur nach Hause gekommen. Ach, Papa. Wie war das, wenn du früher mit Zorris nach Hause gekommen bist? Da hast du mir immer einen heißen Kakao gemacht. Genau. Hast du vorhin das ganze Gespräch mitbekommen? Nicht alles, aber den Knatsch schon. Danke, Papa. Ich bin noch im Recht, oder? Das hat mit Recht nichts zu tun. Du hast den Hochzeitsballon platzen lassen. Jetzt willst du es von ihm wissen. Das ist nicht gerade. Ich habe eben gemerkt, wie sehr ich ihn liebe. Liebe hat mit Recht haben nichts zu tun, sondern mit Liebe. Frag so einen alten Dauerverlobten wie mich, mit vielen ausgewaschenen Wunden. Vergiss das mit dem Dauerverlobten. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Mir kann man nicht helfen. Nein, ich meine hier auf dem Boot, da gibt's doch immer was zu tun. Ja, du glaubst doch nicht, dass ich zurück ins Hotel gehe, wo Alexander arbeitet. Ja, natürlich gehst du zurück ins Hotel. Du hast einen Job und den wirst du auch machen. Und jeden Tag Alexander sehen? Nee. Annika, du kannst es dir nicht leisten, hier auf meinem Boot mit Liebeskummer rumzupötschern. Ich kann dich nicht auffangen, wenn du rausfliegst. Der Einzige, der auf dich wartet, ist Hartz IV. Auf mich übrigens auch, wenn das weiter so geht in der Firma. Wie haben wir das früher immer gemacht? Papa hat den Becher genommen. Hat die Haut da rausgefummelt. Und dann hat er sie, glaube ich, irgendwie weggeschmissen. So, und jetzt gehst du rüber zu Isolde. Darf ich? Ich ruf dich auf dem Handy an. Du darfst. Ich, Annika, ruf endlich an. Hey, Hannes, hier muss geleert werden. Was ist denn los mit ihm? Alles klar, Entschuldigung. Das ist schon das dritte Mal heute. Vielleicht hat er Liebeskummer. Mit Isolde. Würde er seit Jahren nicht anhalten. Weißt du, woran du Liebeskummer erkennst? Die Leute lachen nicht, nicht um Verrecken. Kommt ein Bankräuber mit der Knarre aus der Bank gerannt.
Sieht ein Mann, fragt ihn, ey, haben Sie mich da eben rauskommen sehen? Ja, sagt der Mann, Runz, erschießt er ihn. Sieht daneben sich ein Pärchen, der Bankräuber zu dem Mann von dem Pärchen. Und Sie, haben Sie mich da auch eben rauskommen sehen? Ich sag dem Mann, nee, aber meine Frau. Hä? Der Bankräuber soll die Olle erschießen. In Ägypten haben sie neulich in der Pyramide eine versteinerte Witzetafel gefunden. Da war der schon durchgestrichen. Dann eben heute nicht. Also doch, Liebeskummer. Kann aber auch am Witz gelegen haben. Go! Lassen Sie mich raten, Sie kommen direkt aus der Küche. Könnte sein, Herr Wilke. Wenn Sie da unseren Herrn Fleming suchen, der kommt nicht mehr, Frau Schmitz. Nein. Der ist in Wahrheit der Erbe der Wrede Hanse Group und sollte bei uns inkognito Erfahrung sammeln. Vor allem wohl im Aufreißen von Nachwuchskonciergen. Glauben Sie das wirklich, Herr Wilke? Ich glaube, dass Sie sich genau aus dem Grund an ihn herangemacht haben. Jetzt hat die Familie die Reißleine gezogen. Verzockt, Frau Schmitz. Und was, Herr Wilke, raten Sie einer Nachwuchskonzierge, die sich verzockt hat? Karriere, Annika, macht man nicht in großen Sprüngen, sondern in kleinen Schritten. Ach, und Ihre Schulter, an der ich mich jetzt ausweinen könnte, wäre das so ein kleiner Schritt? Es wäre zumindest nicht die falsche Richtung. Sie wissen, wo es lang geht. Ich frage mich nur, ob Sie das auch wissen. Nee. Sie wissen aber schon, was das bedeutet. Weiß ich. Dass dies auch nicht mehr schlimmer macht. Ja, von mir hat er noch eine dritte Schwalbe gekriegt. Aber die war mir nicht wert, der Feigling. Wo bist du jetzt? Ich habe meine Sachen schon gepackt. Ich komme zu dir zurück nach Hause. Aufs Boot. Ich muss ja wieder von vorne anfangen. Lever tot als Sklav, Annika. Und, was macht dann Alexander? Kein Anruf, keine SMS, keine Mail, nichts. Nee, du, wenn, dann muss er den ersten Schritt machen. Nein. Doch, Papa, er ist dran. Ja, ich wünschte, ich könnte auch drüber lachen. Nee, die Jungs versuchen mich gerade zum Lachen zu bringen. Oh, scheiße, die Bullen. Oh, ich glaube, die Jungs jetzt haben sich übertrieben. Oh, 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 hört auf, Jungs, Mensch! Tag, Herr Wachtmeister. Sie telefonieren als Fahrer mit einem Handy? Ja, aber ich stehe doch. Nein. Was für dein Fahrer erfährt. Und Sie sind gefahren. Ja, ohne das Handy. Dafür habe ich Zeugen. Wieder? Also, das macht 40 Euro wegen unerlaubten Telefonierens am Steuer und einen Punkt in Flensburg. Ja, aber ist doch gar nicht an. Hier, bitte. Auch der Versuch ist strafbar. Ich habe es doch gar nicht versucht. Also, die Beweislage ist eindeutig. Mein Kollege hat das auch gesehen. Das macht 40 Euro. Entschuldigung. Was kostet eigentlich eine Beamtenbeleidigung? Also, normal ab 100. Grob ab 150 und obszön ab 250 und dann aufwärts, je nach Staatsanwalt. Arschloch. Wäre obszön? Nee, das gilt noch als grob. Fick dich, du Arschloch. Also das wäre obszön. Das wäre obszön? Mhm. Nee, ist mir zu teuer. Personalausweis bitte. Moin. HSV Fußball. Hansestadt Hamburg mit dem Wohl von Staff, Siggi und Hannes Deck. Auf den Ton. Alles klar. Das ist große Politik. Siggi, ich glaube, der Hannes hat ein paar Probleme. Ja. Wie die Säule. Annika. Oh, Lebensmittel, das hat die gesagt. 5 Euro. 5 Euro? Auf die Säule. Ja, auf Annika. Du gleich sehen. Und, die Säule? Annika, ne? Geht euch einen Scheißdreck an. Hey, das ist aber unser. Das ist euer Beitrag für den Strafzettel. Also ich hab nicht nur... Was? Ach.
Wenn du reinguckst, setz die Brille auf. Warum hast du eigentlich nie erzählt, dass du mal beim HSV Libero gespielt hast? Beim HSV? Was ist das für ein Scheiß? Naja, Mama hat auf der Homepage vom HSV nach dir gefahndet. Hans-Uwe Schmidt, auch genannt Hannes. Vor so etwa 30 Jahren. Legendärer Fünfer unserer A-Jugend und drei Berufungen in die Nordostwahl. So ein Mist steht im Internet. Wir vermuten, sie haben dich gefeuert. Und seitdem hast du die Hasskappe auf den HSV. Jetzt sieh mal hin. Die haben mich nicht rausgeschmissen. Ich hatte einen Kreuzbandriss. Den hat der Arzt falsch behandelt. Dann war das Knie im Arsch. Dann haben sie mich nicht mehr aufgestellt. Das war's denn mit Hannes großer HSV-Karriere. Wenn das Holzenbüttel mit dir machen würde, dann wärst du auch sauer. Passiert mir aber nicht. Weil du der Trainer bist. Falsch. Weil du ein intelligenter Spieler bist, der nicht immer alles macht, was der Trainer sagt, wenn der Trainer sagt, grätschen. Hey, wieso steht im Internet das nicht mit dem Unfall? Die erinnern sich bei Hannes Schmitz eben nur an das Gute. Hm? Genau. Hannes mit der 5 auf dem Rücken. Hannes, den frühen Kaiser vom HSV. Heute dein Trainer. So, jetzt geh mal rüber nach Hause und schreib endlich deinen Aufsatz für morgen. Es ist jetzt 6:30. Keine Widerrede. Ab. So, kurz in die Zähne. Und denk an dein Silizium. Silizium, du Sportinvalide. In Chemie wurde es eine 2. Krass, Digga. Krass. Krass, Digga. Krass. In Latein ein 1er. Über Hannibal und Sizilien. Ole, 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 ole. HSV, Fußballer. Macht sich dann, Ole. Ole, ole. Was meinst du, wie lange sind Kinder Kinder? Solange Eltern Eltern sind. Was ist mit dir los? Was guckst du denn so trüb wie Fischsuppe? Hm? Alexanders Mutter hat ihn vor die Entscheidung gestellt. Entweder der Konzern oder diese Proletentochter. Proletentochter? Ja, na, das ist sie ja. Aber ich komme im Brasp durch dieses hochrotzriesige, dieses Proletenmädel. Was weißt denn das? Alexander hat es Annika erzählt oder Annika hat es mir erzählt. Jetzt hat Annika einen Deckenschlussstrich drunter gezogen. Eben nicht. Ist ja hochgekommen wie so ein gammeliges Lapskaus. Das macht mich ja so jämmerig. Und dieser Alexander? Jetzt sagst du auch schon dieser. Knabber weiter. Na klar, ist der Mann. Außerdem ein Pfeffersack. Ich sehe genau, was du vorhast. Können wir jetzt mal aufhören mit den Kinderspielen? Und zu den Erwachsenenspielen übergehen? Mhm. Nee, Hannes, geht nicht. Rude, ich brauch die Truhe. Geh, du Bandusche! Hey! Wozu, du und deine beiden Freunde, Kasper, sind auf der Mundsburg-Crew eingesetzt? Blankenese, wer kennt Blankenese? Öser. Öser? Der schuldet mir noch was. Öser, set Lue! Lass mal, Hannes. Ich mach das schon. Bist ein Schatztrug. Hannes? Mhm. Kein Schweinkram wieder an Blankenese. Wir haben uns auf den Schlichter eingelassen. Ein Schlichter? Nichts ist schlechter als ein Schlichter. Solange wir verhandeln, herrscht Ruhe an der Basis. Wenn du also auch nur ein Fetzen Käsepapier verlierst, guckst du die nächsten Monate auf der Kehrmaschine im Einkaufszentrum Steißhoop rum. Kehrmaschine Steißhoop. Alles klar, Toni. Nicht schon wieder. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Benedikt! Benedikt! Ja, können wir ein bisschen mit ihm spielen? Ein bisschen, ja, bitte. Ja, aber lass ihn ganz, ne? Und nicht so doll. Na, Benedikt, komm zu Höschen. Na, komm. Komm zu Höschen. Komm zu Höschen. Komm, Benedikt. Ja, bitte? Ja, Tag. Sagen Sie bitte Herrn von Wrede, der Vater von diesem Proletenmädel wäre da. Mein Mann ist nicht zu Hause. Tag, Frau von... Sie sind ja wirklich Müllmann. Noch nie eingesehen? Naja, man sieht ja meistens immer nur das Orange und die Gesichter darin. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ihr Sohn hat sich sozusagen inkognito... So sagt man, glaube ich, nicht? Inkognito, ja. Herr Schmitz, wir können uns gerne weiter unterhalten. Unter einer Bedingung. Verschwinden! Ruhe! Digi! Digi von der anderen Seite! Digi! Wer ist das? Wer ist Hannes?
Hier ist der Schüttelshake, ne? Für hinten. Sirene. Falls mal was Giftiges ausläuft oder brennt. Ladeautomatik. Das ist Sputnik. Und Umleuchte oben. Darf ich mal? Hallo, hallo, hallo. Das war jetzt aber nicht die feine hanseatische Art, ne? Entschuldigung, ich war auch mal Kind. Was wollten Sie mir sagen? Sie sind doch Bürger der Freien und Hansestadt Hamburg, so wie ich. Bin ich. Bürgerin. Und da ist doch genug Platz für den HSV und für den SC Union Holstenbrück. Ja. Wenn nun ein Trainer vom HSV ganz zufällig zum SC Union kommen würde und entdeckt da einen superklasse Stürmer, nimmt ihn mit zum HSV. Und der haut da richtig rein. Was wäre dann? Dann wäre das doch eine fußballerische Sensation, die auch Ihr Mann gut finden würde. Kennen Sie so einen Stürmer für den HSV, Herr Schmitz? Nee, natürlich nicht. Sie sprechen von Ihrer Tochter und deren potenzieller Funktion im globalen Spiel unserer Wrede Hanse Group. Ich kann meinen Alexander gut verstehen. Sie sagen also ja. Nein, Herr Schmitz. Ehen in unseren Kreisen sind nicht die Strafe dafür, dass jemand ungewollt schwanger geworden ist. Ehen bei uns sind die Ergebnisse dynastischer Strategien. So eine Art Merger and Acquisition mit den Mitteln der Erotik, wenn Sie so wollen. Das will ich aber nicht, weil ich es nicht kapiere. Gut, dann Klartext. Ihre Tochter hat nichts anderes in die Ehe einzubringen als sich selbst. Und das ist uns zu wenig. Aber Ihrem Sohn reicht das. Uns aber nicht. Und wie Sie vielleicht vermuten mögen, sind Alexander inzwischen schon selber Zweifel gekommen. Herr Schmitz, Ehen von unten nach oben halten nicht. Und die von oben nach unten machen so überhaupt gar keinen Sinn. Was heißt von oben nach unten? Wie ist denn die hanseatische Losung? Kein Herr über dir, kein Knecht unter dir. Macht sich schön in Stein gemeißelt. Ist im Leben völlig unpraktikabel. Und der Hanseat folgt wirtschaftlichen Interessen. Das war schon immer so. Das war ja auch der Sinn der Hansegründung. Überlassen Sie es also bitte lieber uns, wie wir hanseatisch definieren. Entschuldigung. Haben Sie nicht mehr alle Latten am Zaun, Knebichsel? Wie bitte? Raus! Aber Dalli, runter von meinem Bock, zack! Das ist nicht Ihr Ernst. Auf meinem Wagen bin ich der Chef. Und wenn Sie Ihrem Alexander keine Manieren beibringen, die man im einfachen Leben braucht, um hier irgendwann von Synergie, Erotik da rumsammeln, dann ist bei mir Schicht! Raus! Sie haben noch nicht mehr alle Ziegel am Dach. Super Spruch, kennt aber keiner. Tschüss! Scheiße. Ahoi, Kapitän. Ich habe mir erlaubt, an Bord zu kommen. Was machst du denn hier? Naja, ich habe gehört, was im Hotel passiert ist. Du, Annika, du musst diesen Weg anzeigen. Wegen was denn? Ich habe keine Zeugen. Willst du was trinken? Du, ich könnte ja bezeugen, dass... Limo-Bier? Der Champagner ist leider nicht kalt. Oh, Annika, was soll denn das jetzt? Also was? Ein Bier. Na also, geh doch. Wow. Ist ja eine super Sache, so ein Hausboot, ne? Zieh dich ruhig um. Das hat mein Vater vor Jahren für 100 Euro als Schrott gekauft und wieder aufgebaut. Schmitz haben auch als Schiffsjung angefangen. Aber bis zu den Seychellen haben sie es leider nicht geschafft. Prost. Prost. Annika? Ja? Lass uns abhauen. Einfach abhauen. Irgendwohin. Jetzt sofort. Weißt du, ich halte es einfach nicht mehr aus ohne dich. Du gehst für mich tagelang auf totale Tauchstation. Und jetzt stehst du einfach so da und willst mit mir durchbrennen wie in einer Telenovela? Ich lasse nicht mehr zu, dass irgendwelche anderen Leute über unser Leben bestimmen. Hey, ich bin gerade arbeitslos geworden. Ja, na und? Ja, und was ist, wenn deine Mutter deine Kreditkarten sperrt? Ach, jetzt hör doch mal auf, immer nur über das Geld nachzudenken. Ich weiß, darüber hast du noch nie nachgedacht. Oh. Hallo? Was geht denn hier ab? Der Junge von Wrede. Hallo, Hans-Uwe. Hannes, ich heiße Hannes und für dich immer noch Herr Schmitz. Was ist denn so ein Mucksch, Papa? Nee, nee. Jetzt gibt's hier noch nicht die letzte kalte Bottle. Ja, also wir können doch gerne tauschen, wenn Sie wollen. Mit dir nicht, Fifi. Nu ist gut, Papa. Und das mit dem Fifi, das lass mal.
dieser heiratet dich nicht, weil es seiner Mutter nicht passt, dass du nur dich mit in die Ehe bringst. Außerdem ist die Ehe für diesen Zweifler nur so eine Art Strategie der Erotik oder so. Ist nicht dein erstes Bier. Haben Sie mit meiner Mutter gesprochen? In unseren Kreisen bestimmen immer noch wir, was hanseatisch ist. Mhm. Herr Schmitz, sollte meine Mutter Sie in irgendeiner Form beleidigt haben, dann bitte ich Sie... Das entscheide immer noch ich, wer mich beleidigt. Und die Mami von so einem Fifi, die darf das schon mal gar nur nicht... Nur ist gut. Ich... Komm, komm mit. Was? Komm mit. Erstens ist ein Fifi ein Pool. Ach nee. Und zweitens verbiete ich dir, Alexander... Du verbiete ich dir schon mal gar nichts. Bevor ich dann heirate... Ja, das wüsste ich aber, dass du heiratest. Ich verbiete dir, diesen Pfeffersack zu heiraten. Hier. Annika. Also, los. Komm. Scheiße. Dieses einsame Sommerhäuschen gehört jenem Kaspar Lörebi vom BKU Dinsen, der meinem Vater damals bei einem internationalen Jugendturnier in Oldenburg jenen Tritt verpasste, der Papas Fußballerkarriere für alle Zeit versaut hat. Seither dürfen Papa und ich in und vor Kaspers Haus auf alle Zeit in alles. Naja, da dauert es noch ein bisschen, bis ich unser Abendbrot beisammen habe. Ich dachte immer, Fische findet man sowieso besser bei Nacht. Ja, aber man isst sie hier gewöhnlich auch zum Abendbrot. Mal gern mit dir gemacht. Abhauen. Ja, mit ihm spontan habe ich das ja nicht so. Das weiß ich doch, Hannes. Weiter als bist du Kaspers Häuschen auf Samsö haben wir es ja auch nicht gebracht. Ja, und? Der Strand von Rio ist auch nur aus Sand. Ja, und der Mond eine galaktische Geröllhalde. Wenn einer abhaut, dann muss ich ja wiederkommen. Also kann er doch gleich da bleiben. Der Sinn vom Abhauen ist doch nicht das Wegbleiben. Die kommt wieder, Logo. Sondern das Abhauen. Was will die denn mit dem Fifi? Mensch, Hannes, der Junge hat einen Namen. So hochnäsig wie die Blankeneser sind, so stur bist du. Was hast du mich mal genervt mit deinen Sprüchen? Kindern darf man nichts vorschreiben, Kindern muss man was vorleben. Richtig. Ja. Meine Oma hat immer gesagt, die Nabelschnur ist kein Lasso. Man muss auch mal loslassen können, ne? Du hast mir nie erzählt, dass du eine Oma mit dem Lasso hast. Es gibt so einiges, was du nicht von mir weißt. Kannst du mir ja mal wieder was erklären? Nee. Annika! Annika! Alexander! Ich liebe dich! Ich dich auch! Ja. Keine Ahnung, Herr von Wrede. Verstehst du mich nicht falsch? Ich weiß ja nicht mal, ob die beiden zusammen sind. Annika hat ihr Handy ausgeschaltet. Ja. Also. Von Vater zu Vater? Was soll das denn jetzt? Nur eine kleine gegenseitige Abstimmung, ne? Ja, wenn Sie es möchten, dann treffen wir uns, natürlich. Sehen wir uns? Wo? Nee, das können Sie mir nicht antun. Nee, alles aber nicht das. Go! Du hast 12 Anrufe in Abwesenheit und 4 SMS. Ich habe nur 3 Anrufe und eine SMS. Was ist das denn? Schnüffelst du in meinem Handy? Du, ich schnüffel gleich noch ganz woanders. Weg damit, wenn man nichts davon muss. Wo bleibt mein Frühstück? Tja, Kaspers Küche ist leider ziemlich leer. Das Einzige, was die letzten Gäste dagelassen haben, ist so ein bisschen Basmati-Reis. Und jetzt noch Paprika und Salz und Pfeffer. Ein bisschen Earl Grey und Instant-Kaffee und dann ist da noch eine Dose Oliven von 2006. Ach nee. Oder ich muss mal raus auf die raue Ostsee und uns was angeln. Ach nee. Vielleicht findet mein Haken ja auch ein paar spanische Golddublonen. Von einer längst gesunkenen schwedischen Kogge. Oder ein paar eingelegte Heringe von einem gesunkenen U-Boot. Lass doch mal die Heringe. Wir können unser Essen auch ganz regulär einkaufen. 3 Kilometer von hier ist der nächste Supermarkt. Nee.
Fernsehlounge für zwei Spielzeit gemietet. Unsere Vrede, Hanse, Sponsor. Das war mal das Stadion von Uwe Seeler, Charlie Dörfel, Horst Schnoor. Günter Netzer, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan. Brillant. Damit kam der Shampoos. Der HSV ist der einzige Verein, der seit Bestehen der Bundesliga niemals abgestiegen ist. Sachlich irreführend. Der FC Bayern ist auch nie abgestiegen. War aber in der ersten Bundesliga-Saison noch nicht Bundesliga. Tja. Irgendwann erwischt es jeden. Sie sind bestimmt St. Pauli-Fan. SC Union Holstenbüttel. Nächste Saison steigen wir auf. Wohin denn? C-Klasse. Nein, danke. Ich bin mit dem Wagen da. Ach so, nee, hier. Bleib frei. Hm? Ja. Prost. Prost. Die sind mit dem Müllbock hier, ja? Meine Frau hat mir schon erzählt. Haben Sie noch alle Latten im Zaun, Gnädigste? Da muss ich sehr lang. Sie dann auch. Ist das hier die Rache für den Abwurf? Das war meine Idee, Herr Schmitz. Exklusives, angenehmes Ambiente für heikle Geschäfte. Was für heikle Geschäfte? Ich meine, das hier sollte reichen. Reichen wofür? Nehmen Sie sich ein Jahr lang Urlaub, fahren Sie mit Ihrer Tochter in die Karibik. Ich kann ja auch in einem unserer Resorts einen guten langfristigen Job besorgen. Genießen Sie. Einzige Bedingung, Sie treten den Urlaub sofort an. Ihre Frau will Ihren Pfiffi freikaufen. Wie viel hat Gnädigste eigentlich für Ihren Namen bezahlt, von Wrede? Bei mir haben Sie doch nicht mit in die Ehe gebracht, oder? Es gibt Dinge, da ist der Mann für vorgesehen. Ah. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen mit einer Erklärung der sehr komplizierten Verhältnisse wirklich weiterhelfen könnte. Und bitte, nennen Sie meinen Sohn Alexander nicht weiter Pfiffi. Er ist ja kein Pudel. Also wie viel? Für jedes Ästchen im Stammbaum eine Mio? Wir sollten Verena und ihre Annika aus dem Spiel lassen und das lieber unter uns Männern regeln. Regeln? Was für Regeln? Ihre Frau schickt Sie hier als Geldbriefträger Sparbier und ich soll den Entlober meiner Tochter machen? Und das Ganze auch noch im HSV-Stadion? Stadion. Schnauze! Schnauze! Wollen Sie wirklich eine verlockende berufliche Perspektive für Ihre Tochter aufschlagen? Herr Schmitz. Wir beide wollen auf dasselbe. Wir wollen keine Hochzeit. Das ist richtig. Wenn meine Tochter heiratet, dann ist das nicht mein Bier, dann ist das ihr Bier. Und wenn ihr Sohn heiratet, ist es sein Bier und nicht das seiner Mutter. Hier, nehmen Sie, bitte. Die Hälfte, wenn Sie mir einfach nur sagen, wo ich Alexander finden kann. Bei meiner Tochter. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo sie steckt. Ich dachte ja, Sie können mir weiterhelfen. Ja, als Vater macht man sich ja auch so Gedanken. Nicht, dass da was Schlimmes passiert. Ja? Ja, gab ja schon ganz andere Schicksale von jungen Liebenden. Romeo und Julia. Aber meine Tochter eignet sich nicht als Selbstmörderin. Macht Alexander auch nicht. Sowas. Ja, ich habe ja auch was von Ihnen gelernt. Hier, ein Fuffi für Sie. An Ihrem Taschengeld vorbei. Dafür, dass Sie Ihren Sohn von meiner Tochter weglassen. Schönen Tag noch, Herr Wrede. Von Wrede. Spirit? Spirit. Spirit? Ja, einen Moment, das haben wir gleich. Du, ich habe keinen Cent dabei. So, damit überleben wir schon mal ein, zwei Tage. Wow, du machst dich. Du schreibst, ne? Eine E-Mail? Hey, Annika! Liebe Mama, lieber Papa, macht euch bitte keine Sorgen, mir geht es gut. Ihr solltet mir fairerweise etwas Zeit geben, damit ich aus diesen Wirrnissen wieder zu mir komme. Gebt mir bitte die Chance, selbst herauszufinden, ob ich recht habe oder ihr. Und vergesst dabei nicht, ich weiß, was Verantwortung heißt. Auch für unser Unternehmen. Das ist ja nur ein Entwurf, Annika. Ich wollte das auf jeden Fall noch mit dir besprechen. Sie hat dir deine Kreditkarte gesperrt und dich auf Null gesetzt. Und jetzt knickst du ein und willst zurück an Mamas Brust. Nein! Aber immer wenn ich was positiv für uns will, dann verstehst du mich falsch. Was willst du denn positiv, Alexander?
Wann kann ich wieder in den Laptop? Lass Annika in Ruhe, die muss jetzt erstmal ein paar Bewerber umwählen. Warum hast du eigentlich keinen Job mehr? Lass die blöden Fragen. Im Moment helfe ich deiner Mutter aus, aber auf Dauer muss ich mir was Eigenes suchen. Danke für die Info. Fertig. Ruhe beim Fenster. Was machst du denn hier? Siehst du doch. Sag mal, ich versuch seit Tagen, dich zu erreichen. Keine Antwort, keine Rückmeldung, nix. Hannes! Ja, was soll das denn? Du setzt dich hin und gut ist. Was ist hier los, Colli? Annika hilft Mama, bis sie was Richtiges gefunden hat. Was soll denn der Mist? Was hast du denn da wieder rausgenommen? Alexander haben sie die Kreditkarten gesperrt. Da kann ich auch nichts für. Du hast doch seinem Vater den Kopf gewaschen. Der wollte mir das Glück meiner Tochter abkaufen. Das Glück deiner Tochter? Darum ging es dir doch gar nicht. Du wolltest dich doch nur dicke machen. Ich zeig euch Pfeffersäcken mal, wo der Hammer hängt. Ich bin nämlich König Hannes vom Müllbock. Das ist doch nicht mein Ding, wenn die von Vredes Alexander da die Kreditkarten sperren. Ich wollte dem Alten nur ein bisschen Angst machen, von wegen so, dass ihr beide, wenn ihr dann euch was antut. Ich mich umbringen? Das hast du ihm vorgeworfen? Nein, nur so angedeutet. Mein Tod angedeutet. Warte mal, Kinder. Hau ab! Das war doch nur so für die Show, Mensch. Denk doch mal logisch. Es kann doch auch sein, dass die Mutter ihrem Sohn einfach die Kreditkarten gesperrt hat. Hör auf, dich einzumischen. Mach einfach mal ein paar Schritte raus aus meinem Leben. Du kannst doch noch nicht mal alleine stehen. Für dich, Hannes, geht seine Wunden spülen. Ob da oben noch welche leben? Wenn ja, wäre ich jetzt gern bei Ihnen. Ich auch. Aber hier bei dir im Kreis ist auch ganz schön. Ich habe mir echt Sorgen um Annika gemacht. Und der alte Vrede, der hat sich echt Sorgen um Alexander gemacht. Warum soll er ihm denn da die Kreditkarten sperren? Das ist doch völlig unlogisch. Ach, Hannes, vielleicht hat Mutti ihm die Kreditkarten schon vorher gesperrt. Man muss nicht immer ganz genau wissen, wie was gekommen ist. Ja, und dann wäre ich nicht schuld. Tja, ich war ja nicht dabei. Das liebe ich so an dir. Dass du mich in meinem Kummer nie allein lässt. Hey, Hannes, was ist denn los? Wir haben viel gespült gestern. Komm mal hin. Wir haben Hut und Hut, macht Hut. Aber jetzt lass doch mal den Innensenator zu Wort kommen. Schämen sich nicht. Ich denke, er hat einen ganz interessanten Vorschlag. Bitte. Vielen Dank. Meine Herren, Warnstreiks sind eine Sache. Aber jetzt geht's doch um Schlichtung. Und bei allem Verständnis für Ihre Sorgen und Nöte muss ich Sie doch dringend bitten, jetzt auch mal der Schlichtung eine Chance zu geben. Ich habe heute Morgen einen Schlichter benannt und ich möchte Sie nun Ihrerseits bitten, aus Ihren Reihen zwei Vertreter zu benennen, die ihm Ihre Forderungen darstellen. Pule. Erwartungsgemäß, Frau Sawatzki. Und die zweite Person? Oh ja, alles ist gut. Alles ist gut. Na, keine Polen oder Letten in Sicht, Herr Innensenator. Ich bitte Sie, rein strategische Optionen, Herr Entsorgungsfachmann. Und Sie darf ich nun bitten, wieder an Ihre Arbeit zu gehen. Kollegen, wir führen hier ja nur Sondierungsgespräche und keine Verhandlungen. Daher besteht doch noch keine Friedenspflicht. Ich möchte euch trotzdem bitten, geht raus in diese Stadt und macht sie sauber. Dann fallen die schmutzigen Geschäfte einiger Herrschaften umso mehr auf. Dann noch mal eben fürs Protokoll. Hier Moritz von Vrede, vom Senat ernannter Schlichter und geschäftsführender Gesellschafter der Vrede Hanse Group. Frau Trude Sawatzki für die Gewerkschaft. Wir hatten uns ja schon. Herr Hannes Schmitz für die Arbeitnehmer. Kaffee, Tee, Wasser, Saft? Tee bitte. Saft. Hannes? Saft.
Ja. Tja. Ich bin zu dieser Aufgabe quasi gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Auf gut Deutsch, Sie haben keinen blassen Schimmer. Dann haben Sie ja den gleichen Wissensstand wie der Insenator, der Sie zum Schlichter berufen hat. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Lass mal gut sein, Hannes. Wir haben dem abgelaufenen Tarifvertrag vor 18 Monaten unter der Maßgabe zugestimmt, dass auch in der nächsten Tarifrunde der Arbeitsplatzabbau kein Thema zu sein hat. Ja, aber die Rahmenbedingungen haben sich doch beträchtlich verändert. Das Müllaufkommen schrumpft infolge des gestiegenen Umweltbewusstseins der Verbraucher. Weniger Müll heißt weniger Arbeit. So simpel sieht das jedenfalls der Senat. Weniger Müll entsorgt auch uns Müllis. Hannes, jetzt pack den Klassenkämpfer ein. Das würde uns die Diskussion sehr erleichtern. Erleichtern. Ich würde mich ganz gerne mal... Warte, ich bin dabei. Was ist denn hier los? Bist du unter Druck oder was? Nee, unter Druck. Ich muss mal pischen. Ich bin von Stotterblasen umgeben. Ich muss gar nicht. Ich auch nicht. Wo kann man sich denn hier ungestört unterhalten? Ungestört? Da wüsste ich was. So, da drüben haben Sie das HSV-Stadion extra für Sie, ne? Bin beeindruckt. Ah, und ich bedanke mich. Hier, Zinsen für den 50er, der hat Früchte getragen. Alexander hat der Hochzeit zugestimmt. Hochzeit? Davon weiß ich ja gar nichts. Nicht der mit Ihrer Tochter, sondern mit Consuela Martinez. Kolumbianische Erbin von 50 Hotels über die ganze Welt verstreut. Wir wollten die beiden Ketten ohnehin zusammenbringen, wegen der Synergie. Wo haben Sie denn mit Alexander gesprochen? Auf Guantanamo? Gratulation! Wann und wie wird geheiratet? Das möchte meine Frau gewissen Kreisen lieber nicht bekannt geben. Kreise, deren Gesichter man sich nicht merkt, weil sie knallorange angezogen sind? Jetzt müssen Sie mich aber bemerken, sonst geht die Schlichtung in die Hose. Wir sollten das Geschäftliche nicht mit dem Privaten vermischen. Gilt das auch für Ihren Sohn? Was ist das? Die Internetadresse des Hochzeitsbuchs. Alexander würde sich über ein Geschenk von Ihnen und Ihrer Tochter sehr freuen. Bringen Sie es nicht höchstpersönlich vorbei. Diese ganze Hochzeit wird ein Hochsicherheitsevent. Consuela Martinez gilt als entführungsgefährdet. Oh, das lässt eine entspannte Ehe erwarten, ne? Wir tun alle nur unsere Pflicht. Wann, wo? Gehen Sie aufs Hochzeitsbuch. Da steht alles drauf, was Sie wissen müssen. Alles? Fast alles. Und jetzt zu unserem akuten Problem. Ich möchte diese Schlichtung durchkriegen. Verstehen Sie mich? Ja, klar. Damit Sie einmal als Sieger vor Ihrer Frau dastehen. Die Gelegenheit bietet sich nicht so oft. Ich kann meine Kollegen nicht jeden Dreck fressen lassen. Also, wo ist das Problem? Dass wir jetzt doch das Geschäftliche mit dem Privaten verbinden. Fangen wir mal bei dem Wichtigen an. In Erhalt unserer Arbeitsplätze. Arbeitsplätze werden sämtlich für 2 Jahre garantiert, sofern der Tarifvertrag über den gleichen Zeitraum läuft. Anschließend Abbau ausschließlich über Verheiratung, dafür... über Verrentung? Nur über Verrentung. Moderate Verrentung? Verrentung. Sozialverträgliche Verrentung, dafür kommen die Arbeitnehmer der anderen Seite bei der Wochenarbeitszeit um eine halbe Stunde entgegen. Ja, ja. Das ist natürlich ein Kompromiss. Aber einer, mit dem die Kollegen leben können, oder, Hannes? Natürlich ist es ein Kompromiss, über den wir noch abstimmen werden. Aber es ist nicht das Schlechteste, ne? Als Schlichter könnten Sie Karriere machen. Eher private Frage. Sie sehen es nicht peinlich, mich hier länger als eine halbe Stunde warten zu lassen, indem Sie mit meinem Mitarbeiter auf dem Männerklo verschwinden? Nö. Nö. War schön. Warum fragst du, Trude? Nur so. info.martinetz@hochzeitsbuch.de Ja. Hochzeit. Wer gegen wen? Da steht doch da. Consuela und Alexander trauen sich. Wo? Schloss Wangenthal. Wann? 28.08. Das ist ja schon nächsten Samstag. Was bringt mir das? Hallo, Papa. Veronika, wo warst du denn? Ich muss mit dir reden. Hier. Woher hat er denn mal die Postleitzahl vom Hausboot? Sag mir, wie du das verstehst. Doch dies muss nun alles ein Ende haben. Wir haben keine gemeinsame Zukunft. Deshalb versteht dies bitte als endgültigen Abschied. Also das ist für mich kein Brief, das ist ein verzweifelter Hilferuf. Du meinst, er will sich umbringen? Das hatten wir schon. Schlimmer. Er will heiraten.
Wie bitte? Er will heiraten, aber nicht dich. Wie, was? Woher weißt du das? Darf ich wieder ein paar Schritte in dein Leben treten? Das war blöd von mir, Papa. Verzeih mir. Ein Vater, der nicht verzeiht, das ist ja wie eine Tonne ohne Deckel. Ja, aber wen soll er denn so plötzlich heiraten? Ulle! Nee, Papa. So aber nicht. Was fühlt er sich denn dabei? Ja, ich denke... Die zoffen wie er, dass das Dach einstürzt. Vater und Tochter ist anders als Mutter und Sohn. Komm, hilf mir mal. Ja. Was wie? Das kann ich nicht. Ich weiß genau, was du in deinem Leben kannst. Was ist denn los mit der Jugend? Da kommt so ein Brief aus dem Rapunzelturm runtergeflattert, ne? Wie ihr langes blondes Haar früher. Und dann? Dann spielt Madame hier das Weihnachtsmärchen. Dornröschen wartet 100 Jahre. Okay, hör auf! Das sieht wirklich nicht gut aus. Papa. Doch, eigentlich schon. Väter und Töchter. Ja, pass auf die Eier auf, Herrgott, noch mal. Mütter und Söhne. Genau. Wie machen wir es? Entweder volle Pulle oder keine Pulle. Volle Pulle. Mehrmals. Ob ich dich liebe? Sie? Das ist eine Frage der wirtschaftlichen Synergie. Sie. Synergie. Ja. Mein Alexander, ich bin so stolz auf dich. Ach ja? Ja, weil du es auch für mich tust. Mhm. Und mit dem Saufen wartest du bitte bis nach der Trauung. Ja, Mama, es ist ein Fest der Liebe. Noch 15 Minuten. 15 Minutos. 15 Minutos. Die Braut? Otro lado. Ja, sehr schön. Vamos. Ah, das ist fest. Willst du mich umbringen? Entschuldigung, es tut mir leid. Geschlossene Gesellschaft, kein Müll. Schloss Wangtorn, richtig? Korrekt. Monzenhochzeit, richtig? Auch korrekt. Der Koch hat Randale gemacht und die Schlossverwaltung hat die ganzen Kükenabfälle nicht abgeräumt. Wir haben eine Mail gekriegt, sollen die Scheiße abholen. Wir sind bloß leider nach Navi gefahren und darum haben wir uns so verfranst. Na, Frau Kollegin, die auch, hä? Also ich weiß auch nicht. Unser Auftrag lautet... Das ist mir scheißegal, wie euer Auftrag lautet. Unser Auftrag ist jetzt da reinzufahren und den Mist abzutransportieren. Sag mal, ihr habt eure Stöpsel auch noch in den Ohren, damit der Schmalz nicht rausläuft. Ist doch wahr, Frau Kollegin. Ne? Ich meine, die nehmen euch doch auch noch mehr von den öffentlichen Aufträgen weg, wa? Ist okay, fahren Sie. Dankeschön. Keine Angst, Freunde. Wir machen nichts kaputt. Wir sind gleich wieder weg. Wir haben uns hier versammelt, vor Gott und der Gemeinde, um den Bund fürs Leben zwischen dir, Alexander von Wrede, und dir, Consuela Martinez, zu feiern. Ich wünsche mir Glück. Mach was draus.
ich kenne die Texte. Warum aber eigentlich ein spanischer Priester? Das ist Teil des Deals. Wieso bist du eigentlich so in Schale? Hm? Wieso? Wieso? Die ist auch zu! Papa, was soll ich denn jetzt machen? Steff, Siggi! Ja. Y por eso te pregunto. Und so frage ich dich. ¿Quieres responder? Ja oder nein? Alexander von Rede. Y promete serle fiel en las alegrías y las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarle y respetarle todos los días de tu vida hasta que la muerte os separe. Willst du denn hier den Anwesen Alexander von Rede zu deinem rechtmäßigen angetrauten Ehemann nehmen? Ihm Liebe und Ehre in guten wie schlechten Tagen. Bis die Tod euch scheidet. Antworte bitte mit Scheiße. Ja. Scheiße! Und ihm Liebe und Ehre in guten wie schlechten Tagen. Bis die Tod euch scheidet. Antworte bitte mit Ja. Bin ich zu spät? No! Nein, ich will nicht. Eindeutiges Nein. Könnte mir vielleicht kurz jemand helfen? Du bist nicht zu spät. Gracias. Moritz, tu was. Dann los. Moritz! Was denn? Verena. Entschuldigung. Entschuldigung. Moritz, er ist für die falsche Braut. Mach doch wieder das Fenster. So nicht. Halt. Das ist doch eine Farce hier. Ich lasse mir dein Leben nicht von der Tochter eines Müllwagenfahrers ruinieren. Mama, halt den Mund. Du lebst dein Leben und ich lebe ab heute mein eigenes. Und zwar mit Annika. Und das mache ich jetzt. Alexander! Nein! Mama, du wirst doch mal stolz auf mich sein. Liebste Schwiegermama, das tut mir alles so leid. Aber gib mir eine Chance. Alexander! Tschüss dann, Mama. Adios, compañeros. Ist kein Dalwis este? Mama, tranquila. Ja, lass dich, du kannst es nicht ändern. Lass sie jetzt wieder. Und? Hat der Drachen Feuer gespuckt? Und wie? Aber alles gut gelaufen, Papa. Staff, Siggi, zack, zack. Alexander. Bring hinten drauf. Machen wir, Alexander. Alexander. Ja, Mama? Stolz auf dich. Was hast du gesagt? Dass ich eigentlich sehr stolz auf dich bin, wie du dich durchsetzt. Viel Glück. Ja, Herr Moritz. Das ist doch toll, wenn die Gnädigste mal alle Latten am Zaun hat, ne? Er freut sich, dass du alle Latten am Zaun hast. Und das war jetzt Alessandro. Viel Glück. Schönes Mal. Was denkst du? Dass wir morgen alle zum Notar müssen. Einen Ehevertrag aufsetzen. Liebe Gäste, bitte ich Sie alle zu Tisch. Queridos, invitados, todos, a la mesa, per favor. Es gibt keine Wunden, die das Leben nicht heilt. Mach hin, Hannes, der Standesbeamte wartet nicht. Hast du die Dinge? Logisch. Ja, logisch, Mensch. Ränge sind Sache des Brautvaters. Meine sind ja auch nicht für Alexander und Annika. Für wen denn sonst? Du bin auf Seite! Nee. Hey! Ein Zuhörer!